Hallo, in diesem Video werden wir uns mit dem Thema Views beschäftigen. Und zwar, ich habe jetzt hier eine Abfrage, die bezieht sich aus mehreren Tabellen und ich habe hier die Felder, die ich sehen will und hier sind die Resultate dieser Abfrage. Und diese Abfrage ist extra gefiltert auf das Jahr 2018 und es ist auch dementsprechend auch sortiert. Jetzt, die Frage ist folgendermaßen. Und zwar, ich will diese Abfrage bzw. diese Daten speichern und will nicht immer wieder erneut diese Abfrage schreiben. Wie mache ich das? Und das ist, wo Views kommen. Wenn man ein View kreiert, muss man natürlich erstmal die grundlegende Abfrage kreieren und bzw. auch testen, ob alles gut ist. Und dann, was man macht, man kommt daher und schreibt, man muss nur, ups, habe ich falsch reingeklickt, muss hier oben klicken. Und zwar, man geht hier und schreibt Create View as, sorry, View und dann der Name des Views, also nennen wir es mal Resultate 2018. So, und dann as. So, und hier muss ich noch Create richtig schreiben, natürlich. So, und somit erstelle ich ein View, also was, ein View, der Resultat 2018 heißt und dieser View beinhaltet diese Abfrage. Er beinhaltet nicht die Daten, sondern er beinhaltet nur die Abfrage. Und jedes Mal, wenn ich den View abrufe, erhalte ich die Daten und falls sich was in den Tabellen geändert hat, dann wird es auch in dem View dargestellt. Das heißt, wenn ich jetzt das kopiere, ich kann das hier nicht machen in dem Programm, ich muss zur Datenbank gehen und gehe zu der Datenbank. Das ist die unterliegende SQL-Datenbank mit den ganzen Daten. Wenn ich hier das mache und dann die Query laufen lasse, dann sagt es Executed Successfully. Und man kann dann sehen, bei der Datenbankstruktur habe ich jetzt bei Views Resultate 2018. Und wenn ich dann hier in meine Daten schaue, habe ich hier Resultate 2018 und dann sehe ich exakt diese Resultate. Und jetzt 2018, da wird sich nichts mehr ändern. Das Jahr ist schon längst vergangen. Ich kann auch ein View machen mit 2020. Das heißt, ich komme hier auch wieder und schreibe rein 2020 und Filter nach 2020 und dann lasse die Query laufen. Und schon habe ich jetzt, müsste ich zwei Views haben. Einmal 2018, einmal 2020. Und ich kann sie hier abrufen. Der Unterschied ist jetzt hier, natürlich der 2018, das der 18er, das wird sich gar nichts ändern, weil das Jahr ist vergangen, aber der 2020er hat jetzt nur gewisse Rennen, aber die Saison 2020 ist noch nicht vorbei. Und das heißt, dieser View wird jedes Mal, wenn eine neue Tabelle oder neue Daten hinzukommen, also neue Rennresultate, weil ein Rennen jetzt passiert ist, dann wird dieser View auch aktualisiert. Also das heißt, dieser View wird so lange aktualisiert sein, bis es jetzt oder bis die Saison 2020 rum ist und dann ist das weg. So, so erstellt man Views. Jetzt was wir hier machen, gilt für alle SQL-Datenbanken. Bei manchen Datenbanken hier mit SQLite kann man es nicht machen, aber bei manchen Datenbanken kann man auch einen bestehenden View ändern. Also zum Beispiel nehmen wir an, mir ist eingefallen, oh, mir fällt hier ein Feld und ich möchte noch ein weiteres Feld hinzufügen. Dann gibt es in manchen Datenbanken heißt der Befehl dann Create or Replace. Und bei manchen anderen Datenbanken, anstatt das Wort Replace, ist das Wort Alter. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, bei dem SQL Server ist Alter und bei anderen Datenbanken wie Postgres und MySQL ist das Wort Replace. Und somit kann man ein View bearbeiten. Man kann es auch anders machen, indem man erstmal den View löscht. Also zum Beispiel, tun wir alles weg. Und nehmen wir an, ich will jetzt den View 2020 löschen. Dann kann ich so machen, Drop View 2020. Und dann ist dieser View, ja klar, ich muss den richtigen Namen, Resultate, genau, 2020. So, und jetzt, wenn ich den jetzt drop, so, jetzt ist er weg und jetzt haben wir den View, 2020 ist nicht mehr da und hier auch natürlich nicht. Ne?
Und das heißt, wenn ich jetzt ein View bearbeiten will in SQLite, dann muss ich erst den droppen und dann erneut die, zum Beispiel hier, dann erneut den hinzufügen. Und so habe ich dann quasi einen Code, der immer den bestehenden, tun wir es mal hier auch gescheit machen. Hier habe ich jetzt einen Code, einen SQL-Code, der immer den bestehenden 2020 View löscht und dann den nochmal erneut kreiert. Also das ist auch eine Weise, wie man das machen kann, wenn man mit einer Datenbank arbeitet, die nicht diese Funktion hat, wo man Create or Replace bzw. Create oder Alter hat. Und Views, man muss sich merken, dass Views nicht die Daten speichern, sondern der View speichert nur die Definition oder beziehungsweise diese Abfrage, die zu den Daten führt. Die Daten werden nicht gespeichert, deswegen, wenn ich jetzt, ich tue mal den View nochmal ausführen, Drop brauche ich nicht, der ist eh schon weg. Und und jetzt mache ich nochmal Drop View Resultate 2020. Und so, wenn ich das immer wieder laufen lasse, 20. Und hier, wenn ich das jetzt immer wieder laufen lasse, dann kann ich immer wieder erneut den bestehenden View löschen und den neuen View, einen neuen View erstellen. Das ist interessant, wenn man Programme hat, die immer wieder so eine Programmiersprache, die zur Datenbank greift und die tut immer, die muss immer neue Views erstellen, beziehungsweise alte Views löschen und neue erstellen. So mit dem Code hat man, dann kann man immer den bestehenden View löschen, einen neuen erzeugen und dann hat man das. Falls man jetzt hier, das ist nützlich, falls man jedes Mal Felder hinzufügen will oder wie zum Beispiel jetzt will ich ein, jetzt wenn man sieht, jetzt den View, den ich erstellt habe, der hat jetzt, wenn man geht, Resultate 2020, da hat jetzt zum Beispiel Grid ist drin. Jetzt ist mir eingefallen, oh, ich brauche das Grid nicht, dann tue ich mal das auskommentieren, vielleicht die Position auch nicht, mich interessieren nur die Punkte. Dann kann ich die Query nochmal ausführen und diese Query hat jetzt den bestehenden View gelöscht und einen neuen erzeugt. Und wenn ich jetzt wieder hier gehe in 2020, jetzt sieht man, da ist jetzt um ein paar Spalten weniger. Ja, und das ist dann so nützlich. Das ist interessant, wenn man, wie gesagt, diesen Create or Replace bzw. Create oder Alter Funktion nicht hat. Dann kann man das so kombinieren. Noch was will ich sagen, dass Views sind, ich nenne immer Views, die sind ziemlich kostenlos. Das heißt, die kosten keinen Speicherplatz. Warum? Weil es wird nur die Definition erstellt und Views beinhalten keine Daten. Deswegen, also anhand von einer Tabelle kann man zig Views erstellen. Anhand von, wie man hier sieht, mehreren Tabellen kann man unbegrenzte Views erstellen für jede Instanz. Also ich kann jetzt hier ein View machen für jedes Formel 1 Jahr. Ich kann ein View machen mit diverse Felder da drin. Die kosten gar nichts, weil ein View ist eigentlich nur die Definition der Abfrage. Das sind sehr, sehr günstig oder sehr, sehr billig eigentlich. Tabellen kosten dagegen was, weil die Tabellen beinhalten die ganzen Daten.